Live-Motorsportsfans, zusammen mit der Entreprise Zenners SRL von Kurten, hat die nächste Möglichkeit, den Motorsport hier im Dock zu sehen. Ohne diesen Sponsor wäre unser Projekt sicherlich nicht möglich gewesen. Geplant ist, dass alle Monate eine neue Emission ausgestrahlt wird. Die Mission Faszination Motorsport wird unterstützt von der Entreprise Zenners SRL von Kurten. Seit 2010 machen wir alle Art von Terrassementen und Demolitionen, sie wird für Privatleute, Entreprisen oder Promoteuren. Kontaktiert uns unter der Nummer 691 264 995 oder per E-Mail auf zennersmark@pt.lu. Und wir starten direkt mit der Legende Boucle de Bastogne, Anfang Februar. Weder für diese Edition von der Legende Boucle de Bastogne hat sich nicht von seiner bester Seite gewesen. Zum Teil gehen die 2D-Schrallie bald nicht mehr rein, Straßen sind nie ganz drüben gehen. Echt auf der Strecke war der Mikko Hirvonen mit dem Ford Escort. Drei RTN war dieser Fahrer, und zwar der Fred Capras, Echten am General. Start Nummer 4, Asti Chris Meek, hin überhaupt spitzt um RT4. Für die Lieder Fred Capras eine Platte krut. Ganz viel mit dabei waren auch Adria Fernemar und der Nummer 8 sowie der Cédric Chérin Start Nummer 10 bei den Piloten NRW mit Ford Escort. Den nächsten der Rallye schließt Chris Meek als Leader auf. Nicht allzu weit hinter dem Chris fanden wir den Fred Capras, den alles fährt durchsetzen, für diese Rallye zu gewinnen. Auf der dritten Platz, nur 10 RTN, leitet Adria Fernemar. Der Finn, Mikko Hirvonen, ist nehmen auf einen enttäuschenden 7. Platz nach dem ersten der Rallye.
Sondes Moyes ging dann direkt an der ersten WP zu sich. Den zweitplatzierte Fred Capras kommt von der Strohsauf, aber schädigt seinen Eskort noch wohl heftig. Eine Minute noch kommt Andrea Fernemann und rennt Fred an den Auto. Für beide Piloten wird der Rallye natürlich fertig. Und wir kommen nun Klassement vom Rallye. Es gewinnt ganz klar die Chris Meek mit dem Ford Escort. Zweiten geht es Cédric Chérin. Um Podium hat er gesagt, es wäre unmöglich gewesen, dem Chris Meek nahe zu kommen. Bravo! Il était fier d'être beau et finalement on fait une très belle deuxième place derrière la Couchard de Chris Meek. Voilà, bon pour aller, vous avez gagné presque tout le monde. Am heuer Bild, den drittplatzierten Fred Pouvy. Die feiert Platz geht unter Stefan Stuf am Inter Escort, am 5. geht der Lokalmatador Frédéric François mit einem Ford Escort MK2. Nur Sänger Victor Tlaschjoa könnte Mikko Hirvonen nehmen auf die 6. Platz am General.
Aus der Belge geht dann an Deutschland, mit Prowin Rallysprint. Am Bild den Armin Schwarz mit Ford Fiesta R5. Der Rallysprint, den über 3 WP-Gängers gewinnt Michael Bieg mit Mitsubishi Lancer. Zweiten, mit 16 Sekunden Rückstand, geht Damian Sawicki um Subaru. Auch ein Lützebäuer Team war heute zur Häuswahl am Start. Der Mike Handel und Lorin Duarte kommen mit dem Saxo auf die 21. Platz. Stramm gerehnt auf viel Wand hat uns den ganzen Tag geplot auf der Bucke Clavier Oise. Es war eine Frau, wie der Rallye River war. Gewonnen hat Jean-Fred Collignon mit Mitsubishi Lancer, vier um John Quartic und Porsche, den zum Schluss 12 Sekunden Retard hat auf der Lieder. Durch die viele Rennen waren die Straßen natürlich extrem rutschig, aber wie ihr nun seht, hatten ein Reihe Piloten Schwierigkeiten für die Autos um weh zu halten.
Den Haspengau-Rallye ist die erste Marsch vom Belgischen Rallye-Championat 2020. Den nächsten auf der Strecke, der Champion vom letzten Jahr, den Adrien Fernemer. Auch wieder gesehen, waren die Straßen in einem exzellenten Zustand für das Spektakel zu sehen. Für eine große Überraschung hat der Gisela de Mevius gesucht. Er gewinnt den Haspengau-Rallye 2020 mit seinem Skoda. Mit 25,3 Sekunden Rückstand auf den Gewinner geht der Chris Prinzen den zweiten. Dieses Jahr ist er in NRW mit einem Citroën C3 R5. Den Adrien Fernemer geht mit seinem neuen Skoda auf die dritte Platz. Der letzte Rallye-Champion vom letzten Jahr, Gregor Münster, kommt am Hyundai auf die 4. Position. An den Top 5 geht aufgeschlossen vom Vincent Verschuren am VW Polo.
Die feierte Edition vom Rallye Sprint La Lomme an der Provinz de Luxemburg gewinnt Steve Beckert und mit Michi Lanza Ivo Zeng. Ich hoffe, in einem Moment zu beherrschen euch, nächstes super Resultat für den Frédéric François. Hier im Rallye Sprint könnt ihr den zweiten Mal Maskott. Den Eric Cunin hat an den zwei ersten speziellen technischen Problemen aus seinem Fabia. Er kommt dadurch nehmen auf die dritte Platz am General. Insgesamt hat Spezial 12,6 Kilometer und sie hat Mr. Feiermüll gefolgt. Die sechsten Edition von dem Transdanubia Classic Tour geht dieses Jahr den 3. auf 24. Mai gefahren. Start als die 2 Tage um 9 Uhr zu Munzen bei der Robbescheuer. Ein Highlight vom Samstag als mit Sicherheit Sternfahrt mit den historischen Autos. Außerdem neu dieses Jahr ein Flohmarkt mit ausschließlich antike Sachen. Der sich interessiert für mitzufahren, braucht weiter Infos oder Details, da kontaktiert der Roger Heck oder den Arnold Baum. An noch einer kleinen Publicität von der weiter am Rallye Kempenisch. Es gewinnt der Frank Ferber mit Peugeot S2000. Zweiten geht Georg Berlandi mit Subaru. Am dritten den David Jan mit einem Mitsubishi Lancer. Die erste Marsch von der Coupe de Luxembourg der Rallye. Nur der erste WP war schon ausgefallen, der Mike Handel und Lorin Duarte mit dem Citroën Saxo. Ein kurz vor dem Ziel von der erste WP war der River für den Georges Gödert und den Yves Reuschel mit dem Subaru im Preza. Wie der Georges als Sohn hat die Benzinspumpe gestreut. Auf die 11. Platz könnte den Deutschen Max Reuter mit dem Lützburger Kent Krüger um Citroën C2. Die Urstzenk gehen Sam Weimarskirch und Cedric Sönen mit dem Mitsubishi Lancer. Und noch nach Punkte für die Coupe kriegen David Lutius und Steve Bauer mit dem Opel Kadett C. Sie gehen die 1-6 am General. Für die Mission aufzuschließen, sieht er noch 2 Etappen aus dem Jahr 2019, die 2 letzten Läufe vom Belgischen Rallye-Championat. Wir fangen mit dem Belgischen Rallye an.
Keine von den letzten beiden Equipagen hat heute zu St. Vith Ziel gesehen. Ein kleines Sortidot hat Steve Zimmer und Michael Brachenbach mit Porsche. Und ebenfalls Abandon für den Bob Kellen und Nathalie Hoffmann mit Ford Escort, sowie für den Gilles Jacobi und den Joey Mersch mit dem Citroën DS3. Dritten am General auf diesem East-Belgium-Rallye geht Sebastian Bedore mit dem Skoda Fabia F5. Zweiten der Gisela de Mevius ebenfalls mit einem Skoda. Und nicht gewinnt den Adria Fernemer auch auf einem Skoda R5. Für das Jahr 2019 am Rallye aufzuschließen, weisen wir schon ein paar Bilder vom spektakulären Rallye du Condro, der vom Stefan Lefebvre und Ford Fiesta gewonnen hat. Heute geht Gregor Münster den 12. mit einem Skoda Fabia R5. Oh.
Die Mission Faszination Motorsport wird unterstützt von der Entreprise Zenners SARL von Kruchten. Zanter 2010 machen wir alle Art von Terrassementen und Demolitionen, sie wird für Privatleute, Entreprisen oder Promoteuren. Kontaktiert uns unter der Nummer 691-264-995 oder per E-Mail auf zennersmark@pt.lu.